Yo Leute und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, It's About Time. Wir sind hier gerade in einer interessanten Bonus-Stage, wo ich erstmal gucken muss, was man hier so erledigen muss. Ich vermute mal, hier rechts werden jetzt irgendwie Kisten auftauchen. Achso, die explodieren jetzt alle, scheiße. Ja, und ich vermute mal, hier wird es irgendwie so weitergehen. Ne? Man muss immer weiter springen, denke ich mal, bevor die Kiste explodiert. Kann das sein? Okay. Ich sollte hier vielleicht das nächste Mal direkt den Sprung nach rechts nehmen. Wie komme ich denn jetzt überhaupt hier hoch? Ah doch, man kommt drauf. Und jetzt? Okay, da links erscheinen noch Kisten. Und rechts. Das ist doch schon wieder für eine garstige Bonus-Stage. Also diese Bonus-Stages sind echt die größten Zeitfresser von allen. Bis man das mal immer so raus hat, was man hier machen muss. Uffi, irgendwie war das anders geplant gewesen. Aber ich muss mir jetzt nochmal ganz genau angucken, was hier rechts so passiert. Sorry, ich muss es jetzt einmal so auslösen lassen. Okay, unten geht das Ding auf. Dann kommen erst die oberen Kisten, dann hat man eventuell Zeit, dann rechts auf die Plattform zu springen. Jetzt muss ich einmal dran glauben. Ja, von mir aus auch komplett dran glauben. Das war jetzt nicht so eingeplant gewesen, weil ich eigentlich den Sprung weiternehmen wollte. Okay. Man muss sich hier echt so durchtasten. Der Vorteil ist beim zweiten Durchgang, entweder erinnere ich mich hoffentlich dran oder ich gucke mir einfach meine alten Videos an, bevor ich so ein Level nochmal spiele. So. Oh, ich hoffe, das reicht noch für die andere Kiste da. Ah ja. Ah nee, man sollte auch nochmal springen, aber so würde es funktionieren. Langsam erschließt sich der Weg so ein bisschen. Aber auch nur langsam. Wow, das war auch schon wieder nicht so ganz, wie es geplant war. Aber egal, nehmen wir erstmal so hin. So. Oh oh. Oh, doch, das war so gerade eben noch in Ordnung gewesen. Muss ich dann direkt wieder zurück? Oder wie soll man das schaffen? Oh, ich muss. Nee, jetzt sind die Kisten hier auch da, okay. Na gut. Dann gucken wir mal, ob. Welcher Schalter löst diese Kisten aus? Auch eine interessante Frage. Ich glaube. Das kann eigentlich nur der hier sein, ne? Weil ich glaube, vorher waren sie noch nicht da. So, hätten wir das einmal so erledigt, dank Akku-Akku. Ich meine, es muss auch irgendwie ohne Akku-Akku gehen. Und jetzt? Ja, ich vermute mal, ich muss unten drunter durch und dann rechts auf die Plattform. So, noch sind nämlich diese Kisten nicht da. Okay, wenn man zu spät ist, funktioniert es auch nicht. Aber die Kisten, die drei Kisten da oben sind mir noch ein Rätsel. Wie sollen die denn gescheit funktionieren? Oder ich gehe erstmal durch. Und guck, dass ich irgendwo mal den grünen Hebel auslöse, die grüne Schalterkiste. Weil dann sind die beiden da ja auf jeden Fall weg. Vielleicht wäre das auch die Lösung. So, jetzt muss man es vom Timing nochmal irgendwie hinbekommen. Muss ich mal ein bisschen besser drauf achten. Und diese Reinfliege-Animation, ey. Das kostet einfach alles nur immer sehr viel Zeit. So, ich würde mal sagen. Okay, ich warte doch noch die 1 anscheinend ab. Stimmt. Er tönt ja auch noch eine Zeit lang darum. Mac, 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 bis er wirklich explodiert. Und dann sollte es hoffentlich mal hinhauen mit einem gezielten Timing.
So. Ja, so geht's dann tatsächlich ganz gut. So. Naja, ganz so war's. Oh, da ist die grüne Schalterkiste. Nein! Wie soll man denn da gescheit durchkommen, ey? Ich weiß, ich habe schon 10.000 Mal in diesem Let's Play gesagt, aber ich gehe am Stock, ohne Witz. So, null Problemo. Auch null Problemo. Ah. Man könnte sogar hier unten drauf landen. Vielleicht kann man sich sogar den Doppelsprung sparen beim nächsten Mal. Dann hätte ich hier immerhin noch eine Maske übrig. Der Sprung, ey, okay. Ich glaube, den Rest habe ich einigermaßen gerafft hier. Aber der Sprung ist nochmal echt beschissen, muss ich sagen. Naja, schauen wir mal. Wird ja auch irgendwann zu machen sein. Wow, 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 das war knapp gewesen. Das war nicht so beabsichtigt gewesen. Naja, so. Na gut, dann geht's auch so. Aber jetzt haben wir hier wieder das Problem. Was soll das bitte? Also, ich weiß nicht. Diese Kisten hätte man sich irgendwie sparen können. Oder zumindest mal ein bisschen fairer platzieren können. So, alles gut, alles machbar. Alles easy. Jo, auch das geht, wenn man will. Warum auch immer, ist mir jetzt nicht so ganz klar, warum es jetzt geklappt hat. So, auch nochmal ein paar Sachen ausgelöst. Aber jetzt stehen hier wieder grüne Kisten und der Schalter ist weg. So, die kriegt man dann alle. Aber der... Okay, das geht dann alles, wenn die grünen Kisten einmal weg sind. Aber die neuen grünen Kisten da, die machen mir Sorgen. Also diese Kiste muss ich auch nochmal vorher auslösen. Ja, die Kiste hier ist weg. Scheiße! Das gibt es nicht. Das heißt, ich muss halt irgendwie vorher auslösen, den Schalter, damit die grünen Kisten da erscheinen. Da muss ich mir gleich nochmal angucken, wenn wir da oben drauf stehen. Oder ich mache es einfach so. Warum sind die jetzt kaputt gegangen, ohne dass ich gestorben bin? Ey, aber das hier geht null. Das geht null. Wenn ich hier nicht mit einer Maske ankomme. Eigentlich brauche ich meine Maske dafür. Unfassbar, echt. So.
Ja gut, das geht dann auch, aber... Jo, das geht auch. Aber das hier ist immer noch die Krux. Wow, wie godlike bin ich denn bitte, Leute? Scheiße, ohne Witz. So. Noch einmal die letzten Kisten hier kriegen. Sollte hoffentlich nicht das Riesenthema sein. So, drei haben wir noch. Das passt, glaube ich, ganz gut. Genau die drei da. Und dann muss ich rechts auf diese eine Box darüber. So. Ja, sehr gut. Wir haben alle Kisten. Und raus hier. Was für krasse Bonus-Stages. Hier kommen nur so krasse Bonus-Stages, ja. In den ersten drei Teilen, klar, da gab es auch krasse Bonus-Stages, aber es waren vielleicht drei oder vier pro Spiel und nicht durchgehend. Hier zum Schluss ist ja wirklich nur noch ein Abfuck nach dem nächsten. Beziehungsweise ich weiß noch nicht mal so ganz genau, ob es der Schluss ist, ehrlich gesagt. Was macht dieses Ding da unten? Sollen wir das irgendwas sagen? Oh je. Ach so, ich dachte, die bewegen sich automatisch, wenn ich sie berühre. Tun sie aber offensichtlich nicht. Ja, danke, danke. Danke, 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 dass man das mal vorher ausprobieren und vorher sehen kann. Aber die ist ja jetzt geschafft, ne? Ja, Gott sei Dank. So, die Maske ist weg. Warum auch immer dieses Ding da kommt, dass man hier nicht mehr zurück darf, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Und sonst war es immer, dass die grünen Dinger sich bewegt haben, sobald man hier irgendwas berührt hat. Jetzt sind sie anscheinend nur noch Schalter gesteuert. Ja, jetzt weiß man wieder nicht, was passiert. Naja gut, das ging ja noch. Wo will man eigentlich hier rein? Ach da, ich sehe es. Boah, gut, diese eine Stelle da scheint die einzige zu sein, wo man zerquetscht werden kann. Das freut mich schon mal ein bisschen. Nächste Passage irgendwie einigermaßen hinter uns gebracht. Achso, wir sind ja gerade in einem Raumschiff, was hier irgendwie durch Raum und Zeit fliegt, ne? Und anscheinend hat es gerade gebremst. Asteroidengürtel voraus! Alle anschnallen! Naja. So. Wir sind getroffen! Schnallt euch ab und repariert mein Schild! Ja, okay, wir sind getroffen. So, das hier machen wir etwas vorsichtiger. Weg mit den Kisten. So, auch das haben wir überlebt. Sehr schön. Irgendwas bumst hier immer. Muss mir das Sorgen machen? Nein, nicht so richtig. Dieser Schalter hat keine Kisten mehr gegeben. Warum? Ich finde, der hätte jetzt mir durchaus die letzten beiden Kisten noch geben können, die hier offen waren. Aber nun gut. Das dann ein andermal. Wieder ein Level geschafft. Aber es dauert echt alles ewig hier zum Schluss. Naja, schauen wir mal, wo uns das noch hinführt. Okay, da sind Entropy und seine Gefolgen. Da links ist irgendwie gerade auch noch so ein Raumschiff aufgetaucht. Aber nähern wir uns jetzt wirklich dem Ende des Spiels? Crashlandung. Das scheint nochmal ein normaler Level zu sein. Und dann müssten wir eigentlich bei Entropy und seiner Frau, Freundin, was auch immer sein. Entropine.
Vielleicht täusche ich mich auch echt nur, ne? Dass es echt nur der erste Durchgang ist, der so hart ist. Wenn man das Spiel einmal komplett durchgespielt hat und sich alles geholt hat, ich glaube, danach sieht man das gar nicht mehr so. Aber ich weiß, die ersten Durchgänge waren auch bei Crash 1 bis 3 immer ein Aufreger gewesen. Okay, oh shit, wir rutschen hier auf diesem Gelee. Es ist kein Eis, es ist Gelee oder sowas. Und das hier ist doch das Raumschiff von, wie heißt der nochmal? Ich komme mal auf den Namen, nicht? Weil ich mir immer so gut Namen merken kann. Naja, auf jeden Fall unserer Ex-Freundin. Ach, komm schon, Crash. Ernsthaft. So, extra Leben. Am besten bewegen wir uns hier springenderweise durch die Gegend. Das ist deutlich kontrollierter, als hier über diese Sicke zu schlittern. Wow, 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 wow. Was geht mit dir, Junge? In was für einer komischen Flora- und Fauna-Höhle sind wir denn hier gelandet? So, ein Akku, den nehmen wir gerne. Okay, auch du bist ein Gegner oder was? So, du gehst aber nur weg, wenn du aus dem Boden raus bist. Wow! Diese Rutschpartie habe ich irgendwie nicht gesehen. Fuck. So, Riesenwumper. Oh. So. So, ja, so. Ich bin mal auf den zweiten Durchgang gespannt. Ich habe so den Eindruck, weil ich auch noch nichts so Konkretes in der Richtung gelesen habe, dass aufgrund, da es den modernen Modus gibt. Oh, ich habe meine Maske. Oh Lord, ich wäre fast schon wieder hier runtergeschlittert. Da es den modernen Modus gibt, dass es gar keine guten Farmspots für viele Leben und so gibt. So. Was ist das hier jetzt für eine Nummer? Toll, schon wieder hier. Kann ich da beliebig lange mitfahren? Oder was sollte mir das da sagen? Ach scheiße, so gibt's nur Wumpersaft. Ich falle auch jedes Mal wieder drauf rein. Naja, gut. Ich werde mich bemühen, diesmal nicht am Ende nochmal aus Versehen fast runterzuschlittern. Das sollte ja irgendwann mal merkbar sein. So, Akku. Hat das eigentlich einen Grund, warum sie einen dem hier geben? So. So, jetzt sind wir einfach mal hier drauf, okay? Weg mit dir. Die Frage ist, kann man hier mitfahren oder fällt man irgendwann runter? Oder was soll diese ganze Nummer hier? Und vor allen Dingen das große Viech, was da hinten bei dem Checkpoint steht. Oh nein, hier ist eine unsichtbare Wand. Na gut, also hier rechts ist schon mal eine unsichtbare Wand. Toll, das hätten sie auch irgendwie geschickter lösen können, ehrlich gesagt. Na gut, dann würde ich mal probieren, nochmal nach ganz links zu kommen auf diesen Dingern, weil ich vermute mal, irgendwo wird da doch noch irgendeine Art Secret oder sowas sein. Wow. So, sehr schön. So. Boah. So, die Frage ist, wir nehmen erstmal diesen Checkpoint hier mit. Boah, hier ist überall nochmal so Modder eventuell drauf. Da ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Als hätte ich's geahnt, ne? Ich hoffe mal, das ist die einzige Kiste hier und das einzige Secret.
Und das sollte man sich vielleicht vor diesem Checkpoint holen, weil wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, kann ich diese halsbrecherische Sprungaktion noch ein paar Mal wiederholen. So, wer oder was bist du? Auch nur irgendeine Art Gegner, der mich jetzt meine Akku-Akku-Maske gekostet hat. Ach, hier geht's bergauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier ist ein bisschen Feuer. Hier ist anscheinend auch Feuer drin, würde ich mal vermuten. Nur ein bisschen verstopft. So, und das Ding kann ich jetzt nach oben nehmen. Okay, hier so einen blauen wirbelnden Strahl kann ich benutzen. Aber den blauen komischen Gegner, der auch so ein bisschen so geleuchtet hat, den konnte ich nicht benutzen. Das ist mal wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. So. Neben die auch richtig und hier ist der nächste Checkpoint. Sehr gut. Oh nein, nein, nicht so eine Reitgeschichte. Mit Beschleunigen und keine Ahnung was. Ich will gar nicht so stark beschleunigen, ehrlich gesagt. So. Oh. Oh, da hätte ich wahrscheinlich oben her gewollt. Ja, da waren Kisten gewesen. Hier unten ist nur eine, die eh von alleine explodiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele Kisten kann man verpassen? Wow! Man kann hier sterben. Also nicht, dass es mich wundert, dass man in Crash Bandicoot sterben kann. Aber auf dieser Sprungsequenz da nach unten, ey, wie schwierig soll das denn schon wieder zu timen sein? So, irgendwann will man gleich doch mal Gas geben. Ich weiß nicht, ob man es nicht hier eventuell schon gewollt hätte. Weil da war auch so eine Passage, wo man oben drauf konnte. Hä, was? Wie gibt denn dieses Viech überhaupt klar Gas? Das muss ich mal irgendwie austesten. Dieser Bewegungsablauf war ja völlig seltsam. Ja doch, er fitscht so ein bisschen hier rum. Ach so, vielleicht hätte man da einfach mal einen Doppelsprung machen sollen. Okay, und irgendwann sieht man auch nichts mehr. Doppelsprung geht auf diesem Viech auch? Nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ja, wie soll es denn dann gehen? Ist mir noch nicht so richtig klar, wie das funktionieren soll. Zur Not muss ich ja auch erstmal einfach mal durch. Ui, das war knapp gewesen. Ach so, ach, da links ist so ein... Oh, da links ist so ein Strudel, der einen hochwirbelt. Okay, gut zu wissen. Ach, hier auch. Okay, und die Frage ist, diese Viecher. Okay, das wird auch nochmal spannend werden. Oh je. Wir haben es irgendwie geschafft, aber das wird auch nochmal spannend werden, hier alle Kisten zu kriegen. So. Den Akku-Akku verwahren wir uns mal hier. Für nach dem Checkpoint auf jeden Fall. Dann hätten wir schon mal einen doppelten Akku-Akku. Das kommt mir doch jetzt gerade alles sehr bekannt vor hier. Aber trotzdem, ist schön gemacht, ne? Von der ganzen Natur und von den ganzen Viechern, die hier drin sind. Aber... stresst auch irgendwie. Oh, hier geht's die ganze Zeit bergab. Nein, warum mache ich das? Ich stehe eine halbe Stunde vor und überlege. Stehe vor der TNT-Kiste, um meine dann doch irgendwie einmal wirbeln zu müssen. Oh Mann. So, nächste Bonus-Stage.
Die letzten Bonus-Stages haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, wie das hier noch so weitergehen wird. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das hier nicht viel einfacher sein wird. Hallo? Ist aber ein schöner langer Feuerstrahl, den man sich hier geben muss. So. Nee, das dauert zu lange, der Bauchplatscher an der Stelle. Das habe ich jetzt auch begriffen, da muss ich irgendwie anders rangehen. Dann machen wir es doch einfach mal so und hier genauso, würde ich sagen. So. Ach so, da in diesen grünen Viechern geht man schon kaputt. Ich dachte, man könnte da noch ein ganzes Stück weiter runterfallen. Mann, man muss sich hier auch echt jeden Schritt einzeln erarbeiten. So, das hier könnte ich mir mal insgesamt ein bisschen einfacher machen. Und zwar ungefähr so. Die Frage ist nur, wie genau soll das schon wieder funktionieren? Ey, meine Fresse, langsam regt mich dieses Spiel ein bisschen auf, vor allem diese Bonus-Stages. So, mal gucken, wie schnell die denn erscheinen, nachdem ich diesen Schalter hier ausgelöst habe. Ja, schon relativ schnell. Das ist eigentlich relativ einfach, ne? Ich muss nur auf der ersten Kiste landen, dann habe ich da erstmal Ruhe. Aber ich bin mittlerweile schon so paranoid, was den Schwierigkeitsgrad hier angeht, dass ich immer die kompliziertesten Dinge vermute. So. So. Wo ist er, Crash? Ach so, nee, jetzt will ich eigentlich hier hin. Boah, ja, klar, ist da wieder eine rutschige Stelle. Boah, Leute, ihr Level-Designer kotzt mich mittlerweile so an. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ihr jedes Mal so eine Scheiße einbaut, ja? Wow, das war knapp gewesen. Aber ich lebe noch. So, dann hier rüber, dann hier rüber. Ach nee. Oh. Diese Schwerkraftumkehrerei überfordert mein Gehirn. Bin mir nicht sicher, ob wir das noch in dieser Folge fertigstellen werden. Die Bonus-Stage hier. Es ist echt Zeit aufzuhören. Falschen Knopf gedrückt. So. So, ganz easy. Ganz easy. So, Schwerkraft noch umkehren. So, ich muss eigentlich nur hier durch. Ach, hier ist auch schon rutschig und hier sieht man es noch nicht mal. Es war so klar, dass das passieren würde.
Und jedes Mal den ganzen Driss hier am Anfang wieder und jedes Mal die Reinfliege-Animation. Ey, ich gehe am Stock. Wie immer. Leute, ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Pause. Ich sage ja erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.